Hallo, ich bin Steven Müller, 200 Meter Sprinter. Also das Programm hat mir gewisse Defizite aufgezeigt. Und jetzt schalte ich das Programm ein, schaue mir meinen Avatar an und kann dann anhand der Technik oder halt auch anhand der Bewegungsabläufe anschauen, okay, das sieht nicht so rund aus, gehe ich da mehr ins Detail rein und schaue, gibt es da ein Ungleich zwischen linkes Bein, rechtes Bein, rechter Arm, linker Arm, Torso etc. Ich bin der Ottmar Felder und ich bin der Trainer vom Steven. Das ist eine Revolution, weil das macht zum ersten Mal sichtbar, was tatsächlich in dem Athleten passiert. Die Situation daraus ist nämlich, dass ich auch dann das Training oder die Leistungsdiagnostik, die wir durchführen, anders an die Trainingsübung anpassen kann. Die findet nämlich nicht mehr auf dem Laufband statt, sondern wir sind hier auf der Bahn und dann hast du auch einen sofortigen Übertrag von der Leistungsdiagnostik in das Training. Und in Bezug auf die Bewegungsökonomie gibt uns das natürlich nochmal einen Kick, weil umso weniger Ausgleichsübungen gemacht werden oder Ausgleichsbewegungen, umso besser ist natürlich nachher das Ergebnis. Und der Athlet kann direkt feststellen, wo mache ich Ausgleichsbewegungen im Sprint. Und im Sprint kommt es halt ganz extrem darauf an, dass du immer dieselbe Bewegung machst. Und das für den Athleten schafft das einfach eine ganz hohe Identifikation, um technische Abläufe zu verstehen. Wenn der Trainer zum Beispiel sagt, du musst bei einer Ansteuerung auf das und das achten und der Athlet sieht dann tatsächlich auch, dass er darauf geachtet hat, ist was ganz anderes, als wenn du eine Aufnahme, eine Videoaufnahme machst und er zwar von außen sich sieht, aber nicht sieht oder nicht erkennt, nicht fühlen kann, was in ihm passiert. Und das ist das ganz Große, was hier passiert, dass man zum ersten Mal die Abläufe in dem Athleten selbst sichtbar machen kann.